Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute zu meiner dritten Rezension zu einem der Longlist-Bücher. Und ja, heute habe ich mal ein Buch, das so gar nicht typisch für mich ist, nämlich Vom Hass getrieben von Markus Erhardt, nämlich einen Thriller. Ihr wisst, ich lese Dark Romance, ich habe auch schon Dark Romance Thriller gelesen. Aber ich glaube, so explizit, wo Thriller irgendwas dran steht, habe ich noch nichts gelesen. Aber ich muss sagen, mich hat der Klappentext total angesprochen. Und ja, es geht hier halt um den Studenten Jonathan Hunter. Und der möchte die Wochen vor seiner Prüfung bei seiner Tante in Burns Creek verbringen. Das ist so eher ein kleines ereignisloses Örtchen. Und ja, aber auf dem Weg dorthin passiert etwas gar nicht so Tolles, nämlich ihm läuft quasi eine blutüberströmte Frau vors Auto, die nämlich auf der Flucht vor jemandem ist, der sie jagt und umbringen möchte. Und ja, Jonathans Beschützerinstinkt ist sofort geweckt und er beschließt kurzerhand die Frau mitzunehmen und ja, sie in Sicherheit zu bringen. Aber das Ganze stellt sich gar nicht so leicht raus, wie es sich anhört, denn der bekloppte Verfolger ist ihn schon direkt auf den Fersen und es beginnt so eine richtige Verfolgungsjagd, in die Jonathan dann total natürlich mit verwickelt wird. Und ja, das ist der Inhalt des Buches. Und kommen wir erstmal zum Schreibstil bzw. zum Cover. Ich habe ja auch immer was zum Cover gesagt. Ich finde, das Cover passt eigentlich recht gut zur Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe nicht immer viel für Thriller-Cover übrig. Ich gehe dann doch so eher in diese, ja, das Cover zum Beispiel, was wir gestern hatten, das ist schon eher so mein Fall, aber ich finde, es passt zur Geschichte. Und zum Schreibstil. Der Schreibstil, das Buch ist in der dritten Person geschrieben, woran ich mich natürlich erstmal wieder gewöhnen musste. Ihr wisst, ich lese meistens Bücher aus der ersten Person und ich persönlich mag Bücher aus der ersten Person einfach lieber. Ich weiß nicht warum, ich finde, sie lassen sich einfacher lesen und ich finde sie allgemein irgendwie, ich finde, man hat einen anderen Leseflow, also ich persönlich jedenfalls. Deswegen musste ich mich hier an die dritte Person gewöhnen, aber der Schreibstil war trotzdem nicht schwer. Man konnte es wirklich, auch wenn es dritte Person war, richtig gut und flüssig lesen. Also ich war auch richtig, richtig schnell durch mit dem Buch. Das Buch hat, glaube ich, knapp 300 Seiten, 290 Seiten. Und ich habe das auch innerhalb von einem Morgen durchgelesen, weil es zum einen spannend war und zum anderen war der Schreibstil halt sehr gut. Weil es gibt halt Bücher, ich finde, da hat man teilweise einen sehr stockenden Lesefluss. Also man liest nicht wirklich schnell, weil einfach der Schreibstil so, ja, so gemacht ist, dass man es nicht so schnell lesen kann. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Aber hier war es auf jeden Fall nicht so. Mir hat der Schreibstil, auch wenn es dritte Person war, super gut gefallen, weil er flüssig war und er ließ sich auch super leicht lesen. Und ja, kommen wir zur Geschichte. Mit der Geschichte hatte ich so, ja, ein bisschen meine Probleme, sag ich mal. Erstmal kann ich sagen, es steht zwar Thriller drauf, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich kann das nicht lesen, weil es für mich zu grausam, zu schrecklich ist. Es war auch nicht wirklich was mit Blut oder so, das mag ich überhaupt nicht. Oh, wenn ich sowas von Blutlachen oder so lese, oh, da kommt es mir echt hoch, das finde ich so eklig. Das war so hier überhaupt nicht, das war hier so überhaupt nicht, wie auch immer. Also in dem Buch war das nicht so. Ich muss aber sagen, ich fand die Geschichte spannend, aber teilweise irgendwie, ja, ich weiß nicht, also es war irgendwie komisch. Teilweise hatte ich so das Gefühl, da waren so das ein oder andere nicht gut durchdacht. Ich muss dazu sagen, die ersten 100 Seiten waren noch so, dass ich mir so gedacht habe, okay, holy shit, was passiert jetzt hier? Weil die weibliche Protagonistin dann zu einer Erklärung ansetzt, warum das alles so ist. Und ich mir so gedacht habe, hä? Was ist denn jetzt hier los? Es ist so richtig weit hergeholt und überhaupt macht überhaupt gar keinen Sinn. Man muss dazu sagen, es war Anfang der Geschichte. Es kamen natürlich noch Wendepunkte, wo sich dann noch einiges rausgestellt hat, was ich wirklich cool fand. Das war ein, es war gut, um wirklich die Spannung aufzubauen, weil ich mir einfach die ganze Zeit in meinem Kopf gedacht habe, als diese Aufklärung recht am Anfang kam, ach, nee,
irgendwas stimmt da nicht. Und das hat mich halt auch dazu gebracht, dass ich die ganze Zeit weiterlesen wollte. Man wollte halt wissen, okay, was hat es mit dem Ganzen auf sich, was stimmt da nicht? Dann haben wir natürlich die Verfolgungsjagd, die ja auch die ganze Zeit rasant war, dass man sich immer gedacht hat, oh mein Gott, Leute, lauft, lauft schneller. Also so vom Spannungsfaktor fand ich es wirklich gut. Aber ich muss teilweise sagen, ja, war die Geschichte, waren zum einen die Charaktere für mich nicht ganz so, was heißt ausgearbeitet, aber die Charaktere hatten für mich keine Tiefe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese keine Thriller. Ich weiß nicht, ob das bei Thrillern so ist, dass die Charaktere nicht viel Tiefe haben oder ob es eher nicht so ist, ob die Charaktere oberflächlich behandelt werden. Aber hier fand ich sie schon sehr oberflächlich. Ja, dargestellt, muss ich sagen. Also man hat nicht wirklich viel über sie erfahren. Über Jonathan hat man eigentlich so gut wie gar nichts erfahren und auch über Carrie. Zum Ende muss ich sagen, ich habe mit dem Ende irgendwie zum Teil so gerechnet, aber irgendwie auch nicht, weil es dann schon wieder so creepy war, dass ich mir gedacht habe, okay, nein, sowas kommt dir gar nicht in den Kopf, dass so eine Geschichte enden kann. Ja, also ich fand das Ende eigentlich ganz gut. Also im Gegensatz zum Anfang fand ich es auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall besser, kann ich sagen. Und wie gesagt, auch dieser Struggle, den ich am Anfang habe, der hat sich dann halt in der Mitte des Buches aufgeklärt, so ein bisschen. Beziehungsweise auch zu Ende hin sehr weit aufgeklärt. Nur es war am Anfang halt schon ein bisschen verwirrend, wo ich mir dann so gedacht habe, okay. Und teilweise habe ich mir auch bei der Flucht gedacht, okay, Leute, benutzt euer Gehirn. Und ich fand halt Carrie, die weibliche Protagonistin, ich fand die so naiv. Also, ich habe mir manchmal echt so gedacht, oh mein Gott, bist du doof, ne? Oder die beiden flüchten gerade im Wald und dann haben sie aber noch Zeit, gegenseitig ihre Körper zu mustern und alles, wo ich mir so denke, Leute, lauft einfach. Guckt einfach nur auf den Waldweg vor euch oder wo ihr da gerade langläuft. Das waren so einige kleine, ja, Patzer, die mich persönlich beim Lesen so ein bisschen, also die mir aufgefallen sind, jetzt so, dass ich sagen würde, wow, sie haben mich so vehement gestört, dass ich nicht mehr weiterlesen könnte, sowas nicht. Wie gesagt, ich fand das Buch spannend, auch wenn ich am Anfang wirklich so gedacht habe, was passiert hier gerade? Vielleicht muss ich mich auch einfach an die Thriller gewöhnen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein Buch ist für Leute wie mich, die noch nicht viele Thriller, vielleicht sogar gar keine gelesen haben. Weil ich mir vorstellen kann, dass für Leute, die viele Thriller bereits kennen, das alles schon von Anfang an voraussehen können. Und das wäre einfach unglaublich schade, weil dann finde ich, wäre das Buch gar nicht mehr so spannend. Da wäre es einfach nur noch so, oh ja, okay, das ist ja klar. Und ich finde, wenn du viele, viele Thriller kennst, dann kannst du dir das vielleicht schon zusammenreimen. Deswegen denke ich, dass es wirklich auch vor allem was für Anfänger und so ist. Aber wie gesagt, Schreibstil, alles war super, hat mir gut gefallen. Im Großen und Ganzen hat mir die Geschichte auch gut gefallen. Es waren, wie gesagt, so einige, so ein paar, ja, Patzer, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber das tut der Geschichte nichtsdestotrotz keinen großen Abbruch. Ihr könnt das Buch sehr, sehr gerne lesen. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, wer von euch Thriller-Fan ist und ob vielleicht einer von euch das Buch schon kennt. Mich würde mal interessieren, wie viele meiner Zuschauer Thriller lesen tatsächlich, weil ich ja so fast gar keine lese, obwohl ich mich schon gerne rantrauen würde, weil ich mag diesen Nervenkitzel total und ich liebe es, wenn ich ein Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Ich muss auch sagen, ich konnte dieses Buch auch kaum aus der Hand legen, weil ich die ganze Zeit wissen wollte, okay, wie geht das jetzt weiter oder was passiert da? Und ja, dieser Spannungsfaden war auf jeden Fall die ganze Zeit aufgebaut und das mochte ich sehr, sehr gerne. Und ja, das soll es auch schon mit meiner Rezension gewesen sein. Schreibt mir gerne, wie gesagt, mal in die Kommentare, ob ihr Thriller-Leser seid oder nicht oder ob ihr das Buch gelesen habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!